Hey Maschine und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit 15 Übungen an der Koordinationsleiter. Und auch wenn du keine Leiter hast, ich habe hier einige Hütchen aufgebaut, um dir damit zu zeigen, dass es auch eine Möglichkeit gibt, die Übungen zu machen, ohne eine Leiter zu haben. Und auch wenn du keine Hütchen hast, kannst du die Übungen trotzdem machen, indem du dich einfach nur vor und zurück bewegst und dir eine Koordinationsleiter vorstellst. Also wie du siehst, es gibt nicht wirklich eine Ausrede, um diese Übungen nicht zu machen, weil ich glaube, über die Wichtigkeit der Koordination und über die Schnelligkeit unserer Füße im Fußball brauchen wir uns nicht wirklich zu unterhalten. Und dementsprechend 15 Übungen, mit denen du sofort starten kannst für mehr Koordination und schnellere Füße. Viel Spaß dabei! Die erste Übung ist sehr einfach. Wenn du mit der Koordinationsleiter schon mal gearbeitet hast, dann wirst du die Übung kennen. Zwei Kontakte vorwärts, so schnell, aber auch so sauber wie möglich. Sehr wichtig, dass wir unsere Arme dynamisch bewegen und dabei im Rhythmus bleiben. Die erste Bahn mit dem rechten Fuß anfangen und rück zu mit dem linken. Nummer 2 sehr ähnlich, zwei Kontakte im Feld, nur diesmal bewegen wir uns seitlich. Rechte Schulter vor bei der ersten Bahn und links bei der zweiten. Schnelle Bewegungen auf den Fußspitzen, die Fersen berühren nicht den Boden und das hilft uns dabei, so leichtfüßig wie möglich zu bleiben. Dritte Übung ist zwei innen, ein außen vorwärts. Und die Übung erfordert etwas mehr Koordination, also fang lieber etwas langsamer an und steigere dich mit der Zeit. Wir bewegen uns diagonal und gehen aus der Leiter raus und wieder rein. Außen machen wir nur einen Kontakt und das am besten so nah wie möglich an der Leiter. Dadurch verlieren wir nicht so viel Zeit und sind somit viel schneller. Bei der vierten Übung haben wir genau denselben Bewegungsablauf, nur diesmal das Ganze rückwärts. Eine kleine Herausforderung, die besonders gut für alle Verteidiger da draußen ist. Wenn ein Offensivspiel auf dich zuläuft, musst du in der Lage sein, dich so schnell wie möglich rückwärts zu bewegen. Ein kurzer Schulterblick sollte dir dabei helfen, die Felder zu treffen und somit die gelben Bretter in Ruhe zu lassen. Bei der fünften Übung haben wir noch mehr Kontakte. Zwei außen, zwei innen vorwärts. Das heißt vier Kontakte bei einem Feld, bevor wir zum nächsten gehen. Eine sehr intensive Übung, bei der die Arme eine große Rolle spielen. Umso schneller sich die Arme bewegen, desto schneller bewegen sich auch die Füße. Die sechste Übung, zwei außen, zwei innen, nur diesmal rückwärts. Bei der Übung geht die Sauberkeit vor Schnelligkeit, denn es bringt uns nichts, wenn wir uns schnell bewegen, aber die Felder nicht treffen. Also geduldig und konzentriert abarbeiten.
Die siebte Übung ist sehr einfach. Außen-Innensprünge in demselben Feld. Das heißt, wir platzieren die Beine außen neben dem Feld und springen beidfüßig ins Feld, bevor wir uns weiter nach vorne bewegen. Sehr kurze Bewegungen, die wir sehr schnell und explosiv ausführen. Nummer 8 ist innen, außen mit einem Fuß, während wir uns neben der Leiter bewegen. Hin zu rechts, rück zu links, nur ein Bein ist am Ackern, während das andere außerhalb der Leiter sich einfach nur im Rhythmus vorwärts bewegt. Die Knie sind leicht gebeugt und wir arbeiten nur auf den Fußspitzen. Die Fersen berühren nicht den Boden. Bei der neunten Übung arbeiten wir wieder seitlich mit Gesicht zu der Leiter. Zwei Kontakte seitlich in die Leiter rein und dann gleich wieder raus. Und da wir jetzt schon ein Gefühl für die Leiter bzw. auch Hütchen entwickelt haben, versuchen wir den Kopf hochzunehmen und nicht die ganze Zeit nach unten zu gucken. Ein Kontakt seitlich kreuzen ist die nächste Übung. Ein sehr guter Bewegungsablauf für alle Fußballer, weil wir im Spiel sehr viele seitliche Bewegungen machen. Also ganz, ganz wichtig dabei, koordiniert und leichtfüßig zu bleiben. Dynamische Sprünge ist unsere nächste Übung. Wir bewegen uns wieder seitlich und platzieren beide Füße abwechselnd in einem Feld. Dabei achten wir darauf, dass wir die Arme mitnehmen und die Sprünge sauber ausführen. Bei der Übung kreuzen wir das äußere Bein hinter unserem Standbein und lassen das wie einen kleinen Tanz aussehen. Im Spiel wird es definitiv vorkommen, dass wir nicht nur vorne, sondern auch hinten kreuzen müssen. Und wenn wir es nicht schaffen, bei der Bewegung koordiniert und geschmeidig zu bleiben, dann werden wir höchstwahrscheinlich über unsere eigenen Füße stolpern. Aber nicht, wenn wir es schaffen, die Übung zu meistern. Nummer 13 ist Drehung der Hüfte. Sieht eventuell etwas komplizierter aus, als es tatsächlich ist. Und aus diesem Grund habe ich bei allen Übungen ganz langsame Sequenzen mit eingebaut, damit du es exakt umsetzen kannst. Die 14. Übung, beidbeinige Sprünge diagonal. Genau derselbe Ablauf wie bei der dritten Übung, bei der wir uns ebenfalls diagonal vorwärts bewegt haben, nur diesmal machen wir es mit schnellen Sprüngen. Füße zusammen und die Arme bewegen sich gleichzeitig hoch und runter, um so effizient wie möglich zu bleiben.
Und die letzte Übung ist 3 vor, 1 zurück. Also wir bewegen uns genauso wie bei der ersten Übung, aber anstatt komplett durchzulaufen, nach 3 Feldern gehen wir ein Feld zurück. Erfordert etwas mehr Koordination, um sauber abzustoppen und sich dann wieder vorwärts zu bewegen. Okay, Maschine, das war die komplette Trainingseinheit. Wahnsinnig intensiv und 3 Durchgänge von jeder Übung vor und zurück ist vollkommen ausreichend. Probier die Übungen aus und arbeite an deiner Koordination genauso wie an deiner Lauftechnik und dann wirst du Fortschritte in sehr vielen Bereichen auf dem Platz sehen. Und wenn das Video dir gefallen hat, hinterlass mir einen Daumen nach oben, schreib mir unten in die Kommentare, welche Übungen dir am meisten gefallen haben, abonniere den Kanal für mehr solche Videos und bring Ausdauer, mein Freund. Bis zum nächsten Mal.